Und wenn du drinne bist, Klappe zu, Affe tot. So was suche ich schon lange. Endlich mal weg von der herkömmlichen Dinette. Die hat sich wahrscheinlich schon verliebt in das Ding, oder? Kann es sein? Und die Couch fährt nach vorne hin aus. Jetzt bin ich mal gespannt, was hier noch für ein Bad drin ist. Oder für eine Duschzelle, sage ich jetzt mal, Aaron. Hallo, liebe Campingfreunde, Servus. Willkommen in Freiburg. Ja, ich habe doch noch einen Abstecher gemacht hier nach Freiburg. Wenn das schon zu Hause ist, ne, dann nehmen wir das natürlich mit. Denn hier gibt es ein paar Neuigkeiten. Unter anderem hinter mir hier eine richtig geile Neuigkeit, sage ich euch. Und zwar van-weekend.de. Schaut mal vorbei. Richtig geil. Neustadt an der Weinstraße lässt grüßen. Und die haben hier zwei Fahrzeuge, ein Fahrzeug plus eine Wohnkabine hingestellt. Vom Feinsten, sage ich euch. Das müssen wir uns natürlich anschauen. Neben mir ist der Aaron. Servus, moin, Aaron. Hi. Servus. Moin, schön, dass du da bist. Wir fangen am besten mal mit der Wohnkabine an, von außen. Ne, und dann erzählst du mal ein bisschen was. Genau. Also du hast hier quasi zwei verschiedene Arten von Wohnkabinen. Geht darum, den Transporter weiter nutzbar zu machen. Das heißt, egal welches Basisfahrzeug du hast, kannst du die Wohnkabine reinschieben. Die Wohnkabine wird immer auf einem Grundgestell geliefert. Das heißt, genauso kommt sie an. Du brauchst keinen Gabelstapler dafür. Du nimmst sie zu zweit, schiebst sie zu deinem Kastenwagen hin und kannst innerhalb von wenigen Minuten den klassischen Transporter zum Kastenwagen umbauen. In dem Fall hier das Küchenmodul. Küchenmodul ist ein bisschen untertrieben, weil du hast in der Küche auch noch deine Dusche drin. Dusche schön versteckt, platzsparend, nach unten klappen. Die Decke ist komplett magnetisch, das heißt, der Duschvorhang wird einfach nur oben dran geklipst und du kannst ganz gemütlich duschen gehen. Echte Fliesen? Sind tatsächlich echte Fliesen, ja. Dadurch, dass wir auf dem Alugestell sind, haben wir keine Verwindung im Fahrzeug. Kompressor, Kühlschrank drin. Jedes Modul kommt automatisch mit einer Glasschiebetür drin. Das heißt, die klassische Transporterfront bleibt erhalten. Du kannst deine Firmenwerbung drauf lassen. Und wenn du drinne bist, Klappe zu, Affe tot. Genau, wenn du von hinten reinschaust, auf und vorne, haben wir in dem Bereich hier hinten die Bettlösung drin. Das heißt, du kannst dein Bett im Handumdrehen nach unten hin aufklappen. Die andere Seite wird auch noch umgeklappt. Und schon hast du ein Bett. 2 Meter oder 1,90 Meter mal 1,30 Meter. Du kannst auch noch ein bisschen selber mitbestimmen, ob du jetzt hier oben noch das Kinderbett reinhaben willst oder mehr Stauraum. Spielt keine Rolle. Genau, und hier vorne. Tisch drin, nehme ich an, ne? Genau, richtig. Tisch kannst du auch wieder im Handumdrehen aufklappen und kannst nach hinten erweitern. Also mega gemütlich, schönes Wohnraumfeeling und für 2 Personen oder 3 Personen genau richtig. Ich würde sagen mal was anderes, Leute, oder? Jeden herkömmlichen Transporter einfach nehmen, Geschäftstransporter, Privattransporter und diese Kapsel einfach reinschieben. Aaron, wie lange brauchen wir ungefähr, um die Reihen raus zu hieven? Also beim allerersten Mal haben wir einen Aufwand von circa einer halben Stunde. Wenn das geschehen ist, dann kannst du innerhalb von 5 bis maximal 8 Minuten einen Transporter umbauen. Also in 5 Minuten schiebst du das Ding nach draußen und in 5 Minuten hast du es wieder eingebaut. Wie ist das Gewicht von dem? Je Modul 300 Kilo, das heißt ein Vollausbau mit den 2 Modulen, wie sie zusammengehören, wiegt knapp über 600 Kilo. Das ist auch
edel gemacht hier. Ja, es ist vorisoliert, das heißt, die komplette Außenhülle hat eine Isolierung mit drin. Du musst also deinen Transporter nicht mit Amaflex oder ähnlichem isolieren, sondern es wird schon mitgeliefert. Verzurrt wird das Ganze über die Transporterzurösen. Das heißt, es zählt weiterhin als Ladung. Du brauchst also keine Camper-Zulassung oder keine Wohnmobilumschreibung. Ist natürlich sehr unauffällig, ne? Stellt euch vor, euer Firmenfahrzeug am Wochenende so zu nutzen. Ich finde es eine geile Sache. Muss ich ganz ehrlich sagen, wo liegen wir da preislich denn für so eine fertige Kapsel? Geht los bei 18.000 in der Vollausstattung, also so wie es jetzt hier steht, mit autarker Stromlösung und Dusche maximal 26.000. Mega, mega. Ja. Ihr baut natürlich auch fertige Kastenwagen aus. Ne? Also nicht nur diese Kapseln, die ihr hier sehen könnt, sondern auch hier einen richtig schönen Van. Und das finde ich jetzt richtig geil, denn hier ist meine geliebte Couch drin. Sowas suche ich schon lange. Endlich mal weg von der herkömmlichen Dinette und mal hin zu einer schönen Couch. Ne? Und die Caro, ihr seht schon, die sitzt schon drin. Die hat sich wahrscheinlich schon verliebt in das Ding, oder? Kann es sein? Ne? Kann es sein? Ja, schon klar. Die kommt jetzt wahrscheinlich nicht mehr so schnell da raus. Ne? Schaut euch das an, so Art Schumacher Edition in günstig, sag ich jetzt mal. Aber es ist echt mal was anderes. Die scheiß Dinette, die regt mich schon lang auf, dass da nicht ihr der Serienhersteller schon lang mal davon abkommt. Aaron, erzähl mal ein bisschen was über das Fahrzeug. Wir wollten hier dieses typische Vanlife einfach nochmal ein bisschen in den Vordergrund stellen. Das heißt, du hast nicht das klassische Reisefahrzeug, was ausgelegt ist für die 4-Personen-Reise, sondern kannst hier nach Bedarf zu zweit, dritt oder auch mal viert reisen, ohne dieses Wohnraumfeeling zu vermissen. Das heißt, wir haben unten eine riesen Couch drin, beziehungsweise zwei riesen Couches, die du auf Knopfdruck nach vorne hin ausfahren kannst, um die Couch zu erweitern oder das Ganze zur Liegefläche zu machen. Auf Knopfdruck? Auf Knopfdruck. Du kannst dir einmal auf der linken Seite präsentieren. Da muss Caro nicht aufstehen. Du drückst drauf und die Couch fährt nach vorne hin aus. Du musst die Couch wieder einfahren, einmal in die andere Richtung. Genauso funktioniert es mit der Couch, wo Caro drauf sitzt. Die muss ich jetzt nicht zeigen. Die kannst du einfach hier über das Steuermodul nach vorne hin ausfahren. Das heißt, alles komplett elektrisch gemacht. Aber nicht so, dass was kaputt gehen kann, sondern wenn was kaputt geht, gehst du einfach auf den Sicherungsblock und kannst die Sicherung automatisch wieder tauschen, falls doch mal was nicht funktioniert. Den Tisch kannst du auf der kompletten Länge verschieben oder dir einfach nochmal zwei Sitze zusätzlich reinmachen. Das ist natürlich richtig geil. So, und jetzt ist für mich auch absolutes Highlight. Absolut die Küche natürlich. Schaut euch das an. So eine Art L-Küche, gleich die gleichen Induktionskochfelder, die bei uns drin sind. Ein richtig edles Waschbecken, Spülbecken drin. Und auch ein ausgeklügeltes System, Elektroniksystem hier drin. Ist das eure eigene Software? Habt ihr da selber was gemacht? Nee, in dem Fall arbeiten wir mit Abicon zusammen. Das heißt, du hast ein Steuerungsmodul, was dir alles anzeigt. Du hast nicht mehr 10 verschiedene Anzeigen, sondern eine Anzeige für alles. Möglichst. Ja. Die Stellung genießt. Müssen wir, glaube ich, mal mit dem Simon reden hier oder was? Das ist echt geil. Okay, was haben wir denn hier für eine Dusche drin? Also hier sehen wir hier schon hier nochmal eine Sitzmöglichkeit oder zum Hinflacken. Ne? Ich sehe dich schon hier wäre dein Bereich. Ja, da wäre dein Bereich. Schon klar. Auch die Decke hier, richtig edel. Erinnert mich ein bisschen so an die Schumacher Edition. Ne? Mit dem Holz, sehr richtig schön gemacht. Und auch die Schränke, schaut euch das an. Ja. Mal ein ganz anderes Design hier. Alles mit Leichtbau? Ja und nein. Also die Schränke und so weiter passen wir natürlich selber an. Ist komplett Queenply verbaut im Fahrzeug, in dem Fall hier mit einer echten Betonfront. Das heißt, es ist richtiger Beton aufgebracht. Und trotzdem haben wir in dem Fahrzeug noch eine Zuladung, trotz Aufstelldach, von knapp über 500 Kilo. Wow. Und richtig tief, schaut euch das an. Also das ist massiv. Ja. Ne? Leute, ihr versteht mich jetzt gerade gar nicht. Ich habe mein zweites Mikro vergessen. Sorry nochmal, aber das ist richtig massiv hier. Und ihr seht schon, ist hier noch ein Aufstelldach. Ja klar, hier ist noch ein Aufstelldach oben drüber. Ne? Also hier könnte man auch zur Not, wenn es einem gefällt, oben schlafen. So ist der Sinn der Sache. Ne? Und hier unten rein Wohnraum. Ne? Jetzt bin ich mal gespannt, was hier noch für ein Bad drin ist. Oder für eine Duschzelle, sage ich jetzt mal, Aaron. Ja, okay. Der Aaron, stellt euch das jetzt mal vor. Du hast ein
Riesenbad im Fahrzeug, worauf wir Wert gelegt haben beim Ausbau, möglichst viel aus dem Haushalt nehmen. Heißt, keine Campingartikel mehr reinbauen, die irgendwann nach 3 Jahren kaputt gehen, sondern alles wirklich aus dem Haushalt. Sei es eine Duschbrause oder ein schöner Wasserhahn. Eine Trockentrenntoilette von Perfect Van ist hier drin. Perfekt, die kennt ihr ja alle, meine Lieblingstrenntoilette momentan. Und eine Edelstahl-Duschwanne. Ja. Da ist kein Vergilben mehr von irgendwelchen Plastikwannen. Schatz, setz dich mal bitte hier auf die Toilette, dass man mal das Raumgefühl kriegt. Ich mach dir etwas Platz. Wir machen jetzt keinen Aki-Test, sondern ein Karo-Test. Ne? Ja, schaut euch das mal an. Wow. Geil, oder? Ja, alles. Also hey, Leute, ich bin echt geflasht, Leute, hier. Habt da richtig gute Arbeit geleistet. Mal was ganz anderes, wie man so kennt, und das freut mich einfach. Ne? Auch elektrisch, sage ich mal, sind die hier wirklich komplett auf dem neuesten Stand. Ich glaube, hier findet man keine alte 12-Volt-Steckdose mehr, sondern alles USB, USB-C, so wie es gehört. Schöne LED-Leuchten. Ne? Was mir jetzt... Ja, ein bisschen Verbesserungsvorschlag. Wenn ich jetzt persönlich das auswählen könnte, würde ich vielleicht das Filz ersetzen durch was anderes. Aber es ist alles Geschmackssache. Ne? Da könnt ihr sicherlich noch wählen, nehme ich mal an, Aaron. Natürlich. Also wenn du aus dem Filz lieber einen Akustikstoff haben willst, können wir das genauso beziehen. Wir kommen aus dem individuellen Bereich, das heißt, Anpassungen sind für uns kein Thema. Schau mal, das ist doch ideal. Küche, da kannst du auflassen hinten. Kannst von hinten rein. Auch noch Platz, hast trotzdem dein Mückennetz. Hast hier nochmal einen schönen Apothekerschrank. Ein extra Fach für den Biomüll. Oder für schöne Blümchen. Geil, geil. Ich bin geflasht, klar, man hat jetzt hier nicht die Mega-Garage, die man hier gewohnt ist. Aber ihr seht, das ist ein Durchgang. Ne? Wir gehen mal jetzt hinter das Auto und schauen mal, was da hinten noch für Schränke sind. Ne? So, Van Weekend, Kühlschrank hier hinten, Apothekerschränkchen auch an Bord, Kompressorkühlschrank nehme ich an, ne? Hier ist komplett gasfrei, gell? Ja, also das komplette Fahrzeug ist gasfrei konzipiert, wir haben ein großes Akku-Setup mit drin, mit knapp über 200 Amperestunden Lithium-Batterie, im hinteren Bereich einmal die Entleerung für die Trockentrenntoilette, natürlich überall ein paar Lampen und 230 Volt-Dosen noch versteckt, dass du auch mal von hinten ordentlich was nutzen kannst. Wo es der Platz hergegeben hat, Schubladensysteme und hier oben nochmal einen riesen Kleiderschrank, falls du doch mal was aufhängen musst. Ja, schaut euch die Durchsicht an auch. Richtig hell, gemütlich. Ich stelle mir das schon richtig am Abend vor, ne, wenn man da irgendwann im See steht. Also wirklich, muss ich sagen, habt da wirklich was Schönes hingezaubert. Richtig, da passt wirklich das Design auch mit dem Grundriss schön zusammen. Jetzt natürlich die brennende Frage, was kostet das gute Stück, Aaron? Der ist jetzt bei 89.000 tatsächlich. Also preislich sind wir im Rahmen geblieben. Du kannst natürlich immer noch was drauf konfigurieren, wie es überall ist. In der Vollausstattung, ohne irgendwas zu vermissen, liegen wir bei knapp über 100. Also ich würde sagen, mit diesem Grundriss, mit dieser Ausstattung ist es absolut konkurrenzfähig. Ne? Definitiv. Vor allen Dingen die Flexibilität, die man ja so nicht findet in herkömmlichen Fahrzeugen. Alleine auch schon, schaut euch mal den Tisch an, ne? Wo man den hin manövrieren kann. Das finde ich eine richtig coole Sache. Oder eben sein Bike dort festschnallen kann oder was auch immer. Also echt top. Aaron, wo seid ihr zu Hause? Wo findet man euch Homepage-mäßig? Erzähl mal ein bisschen was über die Firma. Ich denke, da kommen jetzt einige Fragen auf, oder? Genau, Van Weekend haben wir vor knapp über 5 Jahren oder knapp 5 Jahren gegründet. Sie sind mittlerweile ein Team von 18 oder 19 Leuten. Primär tatsächlich ausgebildete Schreiner, ein paar Elektriker, ein bisschen was im Karosseriebereich. Wir sitzen in Neustadt an der Weinstraße und du findest uns im Internet auf van-weekend.de oder über Instagram Van Weekend. Prima. Vielen Dank. Ich freue mich schon, wenn ich mal das nächste Mal in Neustadt bin, da komme ich hundertprozentig vorbei. Ne? Gerne. Auf alle Fälle. Und dann schauen wir uns mal an, wie ihr das da so fabriziert. Ne? Top. Viel Spaß noch. Ne? Danke dir. Danke. Viel Spaß auf der Messe. Und euch noch viel Spaß beim nächsten Video. Ne? Ciao.